Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, dann wollen wir doch mal die Stelle schnell untersuchen, mit denen Hexer sind. Und da haben wir schon das Erste. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rettersporn aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen worden. Achso. Eine leere, herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zentrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Na denn? Die Pantomimen machen immer noch nichts. Es ist so. Es ist... Scheißbunt! Das ist es! Ja, scheißbunt! Ignoramus. Okay. Wo ist er denn hingelaufen? Leute, lasst mich doch mal durch. Excuse me? Na? Sind sie gleichmäßig? Das sieht so aus, als wenn sie da hinten raus sind. Alles in Ordnung. Entspann dich. Mit Leibwache. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du, musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern. Ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor. Und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch! Jawohl, gnädige Herrin. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Okay. Schnell nach oben. Das muss Cecilia sein. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Ja, hat ihr die Kehle durchgeschnitten? So ein Tier! Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Keine gute Idee. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen und ist dann in die Erde getreten. Er muss diese Leiter benutzt haben. Oh, wo will er hin? Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Mhm. Blutflecken.
Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht? Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da, also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt, setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er fiel aus dem Fenster. Genau. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintrier hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also,
Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Orianna angegriffen hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Dun Tin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Dun Tin. Ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ardemata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind mit einem Wappen auf dem Schild. Orianna, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Orianna. Dürfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Orianna, was hältst du von ihr? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen. Dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Coulbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast. Vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du,
Sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität. Das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sienna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung, du in Beauclair? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef van der Eretheim. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Urzeiten könnte man sagen. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar Freunde? Das scheint dich zu überraschen. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass Regis sich mit einem Hexer verstehen würde. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüberzustehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlef einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären.
Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlaff ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Orianna, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Dun Tin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Dun Tin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut, ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Ach, vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Du hast besondere Freunde. Dieser Detlaff, ein wirklich interessanter Mann. Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof überleben. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich, traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie in sich. Er ist ein guter Mann, aber verloren. Deshalb wirkt er so grimmig. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Ich muss nach Dun Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delatour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Ja, irgendwie... Der Hexer ist aber nicht so hässlich, wie man sagt. Kommt mir das Ganze so ein bisschen koscher vor. Detlaffs Frau? Ja, irgendwie... Könnte es vielleicht dieselbe sein wie die Schwester der Herzogin? Und auch die Orianna... Ne, diese Anspielungen mit sehr, sehr lange kennen und so.
Und sie kannte halt auch Detlef. Nur eine Vermutung muss ja nicht unbedingt sein, ne? Aber könnte sein, dass da ein klein bisschen Vampirkult herrscht. Gut, das ist in der Nähe von unserem Weingut, wo wir hingehen sollen um Mitternacht. Jetzt machen wir mal das wie folgt. Ich werde mal ausprobieren wollen, die neue Rüstung, die wir rausgekriegt haben. Mal gucken, was wir da jetzt noch draufhauen. So, ich muss ja leider die Maske nehmen. Weil die ist ja leider ein Set-Gegenstand. Ich finde sie mega hässlich. Das heißt, das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität gegen mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Derzeitiger Wert 6. Ja, mal gucken. So, von der Rüstung her, von der Optik gefällt sie mir sehr gut. Dunkel gehaltene, ja, warum dann nicht? Aber so, mal gucken. So, was haben wir denn hier? Chancen auf Bluten, ja komm, wir machen mal Chancen auf Bluten rein. Ich werde sie jetzt halt auch nicht übertrieben, aber wenigstens, dass wir sie einmal getragen haben, können wir sagen. Und ich habe an und für sich nur noch das Axi, die Axi-Glyphe, die ich da ordentlich reinbolzen kann. Ja gut, warum dann nicht? Spielen wir mal ein bisschen mehr mit Axi. So. Das heißt, das wird ein Mega-Glyph. So, was haben wir sonst? Wir hätten jetzt eigentlich nur noch einmal Igni. Die restlichen, naja, sind noch nicht zusammengemixt. Die müsste ich dann halt mal beim Schmied zusammenmixen. Man könnte jetzt auch das Ard reinnehmen. Das wären dann aber auch nur 5. Gebe ich dafür jetzt ein bisschen Geld aus? Um das Ard vielleicht nochmal reinzusetzen? Komm, dann machen wir mal. Wir geben mal ein bisschen Geld aus. Oha, wir sehen aus wie der nächste Einbrecher. Wieso? Also, so richtig wie der Schlechter von Blaviken. Pass gut auf dich auf. Gehen wir mal kurz hier Hallo sagen. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ja. Ich möchte, dass du was anfertigst. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Die Maske sieht kacke aus. Ganz ehrlich. Die Maske sieht wirklich nicht nach meinem Stil aus. So, Verbesserung. Da haben wir doch große Art Glyphe. Machen wir uns mal gleich 4 Stück. Das heißt, wir haben jetzt hier Art und Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Ein bisschen Axi drauf. Na, mal gucken. Da unten sind sie. So. Und dann probieren wir in der nächsten Folge mal aus, wie die Rüstung sich schlagen würde. Natürlich Silberschwert, ich habe kein anderes momentan. Die Kleidung von Beauclair, ja, ich habe sie jetzt gekauft. Ich hoffe, ich brauche sie nicht nochmal. Ich werde sie jetzt nochmal verkaufen. Was hast du denn im Dementsprechend. So. So und so. Geralt mag ja solche Anlässe sowieso nicht, also passt das. So, haben wir sonst noch irgendwas zu verkaufen? Nicht so wirklich. Ja, hier haben wir nochmal ein bisschen Kleingeld und wir könnten auch schon wieder ja noch ein bisschen was zerlegen. Schon wieder Silberbesteck und so ein Käse dabei. Das muss ja nicht alles mit mir rumgeschleppt werden. Halt, zurück. Das Garn wiegt nämlich nichts. So. Kleine Axt, eine Notiz. Da haben wir noch eine Pfeife, eine Laute. Na gut. Passt schon besser. Der hat aber noch ordentlich Kohle. Irgendwie die Maske. Viel Glück auf dem Weg. Die Maske. Also halt, ich hätte ja auch gleich noch die Ausrüstung reparieren können, wenn wir schon dabei sind, ne? Also, ah. Würdest natürlich. So, und dann natürlich noch einmal. Ja, eigentlich können wir ja alles reparieren, ne? Nicht nur das, was wir anhaben, sondern
auch unsere alte Rüstung hier. So. Haben wir nochmal einen Tausender verloren. Wiedersehen. Viel Glück auf dem... Aber jetzt können wir vielleicht nochmal ganz fix vergleichen. Ich weiß, wir machen schon wieder Überlänge. Okay, die Bärenrüstung ist immer noch mit 3 besser. Gut, ist jetzt 40er gegen... Stufe 39. 39, 39, gut. Die eine Stufe macht die Rüstung dann halt nochmal ein bisschen, ne? Aber gut. Resistenz durch Monstern, Verbrennresistenz. Bin ja echt mal gespannt auf die Rüstung so ein bisschen. Gut. Dann schappern wir jetzt mal mit als schwarzer Ritter hier ein bisschen durch die Gegend. Und ich denke mal, so eine Nacht- und Nebel-Aktion kann noch relativ lustig werden, wenn wir so schwarz gekleidet werden. Dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Ich gehe noch einmal kurz nach Hause, schlaf noch mal eine Runde und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.